Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen DM-Haul für dich und zwar habe ich mir sehr viel Haushaltssachen gekauft, Essenssachen, dann für ein Tauschpaket und für ein Dankeschön-Paket. Also, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Am Ende wird es auch noch eine kleine Verlosung geben, sagen wir klein. Also, bleib einfach bis zum Ende dran. Ja, ich fange einfach mal an mit Hund. Unser Hund brauchte mal wieder Hundekotbeutel. Da habe ich die hier von Dein Bestes geholt, fand ich ganz gut. Ne, sind praktisch. Dann habe ich auch noch so Nassfutter geholt. Ich mache meistens in das Trockenfutter noch Nassfutter mit rein, rühre das halt so um und so. Das ist einfach für diese ganze, fürs Mundgefühl, für den Hund auch ganz gut. Und sonst habe ich ja immer von Pedigree diese kleinen Tütchen genommen. Und ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht mal ein bisschen umsteige, ein bisschen was anderes nehme. Und da habe ich jetzt bei Dein Bestes zugeschlagen und da habe ich richtig viel geholt. Einmal habe ich hier Dein Bestes Bio Reich an Kalb mit Kartoffel. Dein Bestes Bio Reich an Rind mit Dinkel. Dein Bestes Bio Reich an Huhn mit Buchweizen. Fand ich einfach so von der Idee her ganz witzig, ne? Bio für den Hund. Dann habe ich noch Dein Bestes Reich an Rind klassisch mitgenommen. Dein Bestes Reich an Pute klassisch. Dein Bestes Reich an Huhn und mit Reis klassisch. Dann etwas eingeditscht ist hier Dein Bestes Urgenuss Pute mit Pastinake. Dein Bestes Urgenuss Huhn mit Steckrübe. So, und dann habe ich noch was mitgenommen, wo ich nicht wusste, dass es so groß ist, muss ich gestehen. Also das sind echt voll die Oschis, wenn man das vergleicht mit diesen hier, ne? Ups, habe ich nicht auf die Menge geguckt, aber gut. Das ist Dein Bestes Exquisit. 60% Rind mit leckeren Fleischstückchen. Dann auch nochmal Dein Bestes Exquisit. 60% Huhn mit leckeren Fleischstückchen. Huhn ist ja immer eher so ein bisschen magenfreundlicher. Manchmal hat Sammy halt das Problem, dass er durch sein Sodbrennen, was er nun mal hat, dann einen Reflux hat. Und dann muss er halt würgen und dann ist Pute immer, ach Quatsch, ist Huhn immer ganz gut. Reis, Kartoffeln, sowas geben wir ihm dann immer ganz gerne, hat die Tierärztin empfohlen. Und sie sagte, wenn ihr gar nichts da habt, nehmt Zwieback. Ja, dann habe ich von Dein Bestes Reich an Truthahn klassisch. Und dann nochmal Reich an Huhn, klassisch. Ja, ne? Da kann Sammy sich freuen, da kriegt er jetzt auf jeden Fall immer was. Ich denke, dass ich dann immer entweder die Hälfte oder so ein Drittel nehmen würde und das dann unter das Futter mische. Mal gucken. Ja, und weil mein Freund und ich in letzter Zeit etwas erkältet waren, habe ich mir jetzt hier den Erkältungsbalsam mitgenommen von Klosterfrau. Den kann man nehmen, um sich den entweder so unter die Nase zu machen, damit man wieder frei atmen kann, oder so auf den Brustbereich und auf den Rücken, damit man halt auch in der Nacht so ein bisschen, ne, dieses, man riecht dann Eukalyptusöl und dieses Menthol und das löst den Schleim und befreit die Atemwege und ja, ist halt nicht immer unbedingt, dass man irgendwelche Medikamente dann nimmt. Und auch von Klosterfrau habe ich mitgenommen Halsakut-Soforthilfe Lutschtabletten mit Holundergeschmack. Ich habe in letzter Zeit immer mal wieder so ein bisschen Halsweh, dass ich ein bisschen Angst habe, so, ne, dass die Erkältung kommt und dann benutze ich die einfach. Das ist ganz gut. Ja. Das legt einen Schutzfilm über angegriffene Schleimhäute und ja, soll wohl helfen. Um in dem Bereich Lebensmittel zu bleiben, habe ich für die Arbeit mir so ein bisschen was mitgenommen, so schnelle Gerichte, falls wir irgendwie mittags nichts haben, weil ich was vergessen habe zu kochen oder mein Freund. Da habe ich einmal mitgenommen, also drei verschiedene Sachen von DM Bio. Das ist einmal Gemüsepfanne mit Bulgur und Quinoa. Kannst du aber auch, glaube ich, ich hoffe... Ja, in der Mikrowelle zubereiten. Und das ist ganz praktisch. Das ist halt eine Portion, das kann man wohl machen. Hier ist jetzt nichts, wo man durchgucken kann. Aber ich denke, dass es wohl ganz lecker sein wird. Ich hoffe es.
Dann italienische Ravioli mit Gemüsefüllung habe ich auch mitgenommen. Ich esse ganz gerne mal Ravioli zwischendurch und ja, das dann auch in Tomatensoße. Und als letztes ein mediterranes Risotto mit Champignons. Das finde ich auch super interessant. Ne? Kann man wohl mal machen. So, dann habe ich mir auch für die Arbeit so zum Frühstück mitgenommen, so Quetschis. Und da habe ich mir 8 verschiedene mitgenommen. Da habe ich also alles von Baby Love, Mango und Banane in Apfel mit Karotte. Weil ich finde, gerade jetzt brauchst du auch so ein bisschen mehr Vitamine. Und ich habe nicht jedes Mal Bock, mir eine Kiwi zu schneiden oder einen Apfel oder so. Und dann ist sowas auch ganz gut. Wassermelone und Banane in Apfel. Oh, richtig geil. Wassermelone, oder? Oh, ich stehe auf sowas. Dann habe ich hier Mango und Papaya in Apfel. Und ich mag auch die von Baby Love tatsächlich. Tata, tatsächlich. Total gerne. Dann Kiwi und Banane in Birne. Dann Apfel und Hagebutte in Birne. Pfirsich und Banane in Apfel. Erdbeere und Heidelbeere in Apfel. Und last but not least, Bananen und Ananas in Apfel mit Kokosmilch. Ham, yam, yam. Ja, ne? Also, a quetschy a day takes the doctor away oder so. Naja, wenn wir schon beim Thema Baby sind, mache ich mit dem Thema Baby auch wirklich weiter. Wir haben zwar selber keine Kinder, aber wir sind Tante und Onkel und um uns drum zu werden einige Eltern, sodass man dann auch kleine Päckchen packt dementsprechend. Wenn ich schöne Dinge sehe, packe ich mir die in den Einkaufswagen und ja, wenn dann der Moment kommt, werden sie dann entsprechend verschenkt. Hier habe ich zum Beispiel von Baby Love ein Lätzchen gesehen und da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Da steht drauf, ich bin der Süße, von dem alle reden. Oh, ist das nicht niedlich mit diesem Dino und oh, es ist, ach, das ist, ach. Ach, sowas haut mich einfach von den Socken, ne? Mit wasserabweisender Zwischenschicht, ja, ne? Aber da ist ein Dino drauf. Und er ist der Süße, von dem immer alle reden. Oh, das ist schon süß, ne? Und wir haben einen unheimlich niedlichen Neffen. An dieser Stelle, mein Kleiner, ich grüße dich. Du kannst mich noch nicht verstehen, weil du gerade erst mal ein paar Monate alt bist. Im Oktober geboren. Oh, es ist so ein niedliches kleines Baby. Ich will ihn immer mopsen, aber ich darf nicht. Ist schon süß. Naja, auf jeden Fall, ne? Lätzchen. Und dann gab es eine Mickey Mouse Box, eine Disney Box bei DM. Sorry, die durfte mit. Und, Scheibenkleister, wenn ich die jetzt aufmache, dann ist die ja auf. Kann man die nicht vorsichtig aufmachen? Kann man. So sieht es aus, was drin ist. Und die war stark reduziert und nein, da kannst du nicht Nein sagen. Und das ist Mickey Mouse. Ist doch total niedlich. Da hast du hier so kleine niedliche Nookies mit drin. Ach, sind die süß mit Mickey Mouse vorne drauf. Und das ist cool, oder? Ich finde die cool. Und von Nook? Nook ist ja, ne? Das ist eine Nook-Box. Also das ist so gut wie alles von Nook. Dann ist das hier von Simba Toys, so eine Rassel. Und ich liebe Babyspielzeug und diese Plüschtiere, weil es so unfassbar weich ist. Es fühlt sich so, so schön an. Ist so schön. Eine Schnullerkette. Eine Trinkflasche. Oh. Und als letztes ist das so ein Bilderrahmen, glaube ich. Ja, magnetischer Bilderrahmen steht da drauf. So, kannst ein Foto zwischenmachen und dann dazwischen einklemmen. Das ist total süß. Ach, was niedlich. Da mache ich dann so ein Foto von mir und meinem Freund drauf, wie wir so, ne? Dass das Kind auch immer gut schlafen kann. Ach ja, so niedlich. Ja, Babysachen sind toll, ne? Kannst nichts machen. Und das einzige Beauty-Produkt, was ich für mich in diesem ganzen großen, riesengroßen 2 Pakete DM Online Haul bestellt habe, ist tatsächlich eine Empfehlung von einer von euch, von einer lieben Zuschauerin. Und zwar ist das die Schelmsmaske in der Petra Edition Mandeltraum. Das glättet und harmonisiert. Und sie sagte, dass ich die auf jeden Fall mal ausprobieren sollte, weil die super geil sein soll. Und sie die tatsächlich aktuell auch nur noch benutzt. Und das hatte sie mir geschrieben und das habe ich jetzt mir gekauft. Mit Mandelöl, Luffergurkenöl, Allantoin. Und das ist für alle Hauttypen. Und jedes Mal, wenn ihr mir was in die Kommentare schreibt, wo ihr mir was empfiehlt, ich schaue mir das auch immer an. Und manche Sachen bestelle ich mir dann auch wirklich. Ich bestelle mir nicht alles, weil das geht finanziell dann halt auch irgendwie nicht. Aber wenn das solche Sachen sind, da sage ich nicht nein. Das nehme ich mit. Ne?
Also vielen, vielen Dank für den Tipp. Ich bin gespannt, wie die funktioniert. Mandel finde ich ja sowieso schon mal richtig geil, ne? Und sie ist pink. Läuft. Dann machen wir mal weiter mit dem Bereich Haushalt und das ist richtig viel. Also hier habe ich von Saugstark und Sicher Küchentücher bestellt und ja, die sind in einem besonderen Design. Moment. Winter Wonderland. Aber da siehst du jetzt nicht so viel von, ne? Das ist natürlich schade. Och Mensch. Es scheint irgendwie nur hier oben so ein bisschen zu sein. Auf der Homepage sah das aus, als wäre das Meer. Naja. Hoffen wir mal, dass da vielleicht ein bisschen mehr Design nachher kommt. Weil so sieht das ja echt mau aus, ne? Könnte mehr sein. Aber sonst mag ich die von Saugstark und Sicher. Erfüllen ihren Zweck und sind gut. Ja, Klopapier von Sanft und Sicher durfte auch mit. Das ist das ganz normal klassische. Ja, was soll man da groß zu sagen, ne? Hält, ist gut, läuft. Ja, Biomüllbeutel durften auch mit. Das sind Tragegriff, Biofolien-Müllbeutel. Ich mag nicht so gerne die Papierdinger, weil das sifft so durch. Bäh, mag ich nicht. Der ist kompostierbar und mit optimalem Nässeschutz. Ne, der ist von Profissimo, das sind die ganz normalen und die finde ich super. Tragegriff finde ich auch immer wichtig, weil wenn du es dann aus dem Mülleimer rausnimmst, dann kannst du es halt zuknoten. Aber ich sehe gerade, dass ich 10 Liter bestellt habe. Ich hoffe, die passen. Normalerweise haben wir, ja, weiß nicht, normalerweise sind das doch 25 Liter, ne? Na, schade. Aber wir gucken mal, kriegen wir schon irgendwie hin. Ansonsten wird es halt klein reingemacht. Das kriegt man ja auch. Ja, ne? Die durften mit. Dann habe ich auch noch für Küche und wie auch immer diese feuchten Allzwecktücher mitbestellt. Das ist alles von Denk mit. Das hier ist einfach die Geruchsrichtung pure Frische. Benutze ich ganz gerne auch nur fürs Klo oder so, weil das finde ich einfach hygienischer. Oder einfach mal eben über eine Oberfläche drüber. Oder wenn man draußen zum Beispiel den Gartentisch einmal sauber macht, mache ich auch ganz gerne mit diesen Feuchttüchern. Aber ne, ist letztendlich ja jedem selbst überlassen. Dann habe ich hier feuchte Allzwecktücher mit Kumquat und Pomelo. Das fand ich interessant von der Geruchsrichtung her, weil ja, ich die Geruchsrichtung noch nicht hatte. Das wird dann ja wahrscheinlich sehr frisch riechen, fruchtig frisch und auch fruchtig frisch wird riechen Granatapfel. So, dann habe ich noch hier diese unfassbar süße Kosmetiktücherbox mitgenommen. Das ist die mit diesem niedlichen Mops drauf. Das ist ja, ich glaube, die Valentinstagsedition dann, oder? Wenn er immer I love you sagt. Naja, finde ich auf jeden Fall sehr niedlich. Die hatten diese klassischen irgendwie aktuell nicht verfügbar, leider. Sonst hätte ich mir mehr mitbestellt. So habe ich mir jetzt nur eine einzige Box bestellt. Ja, ne, ist aber auch nicht schlimm. Dann habe ich mir noch mitbestellt zweimal meine flexiblen Slip-Einlagen in der neuen Verpackung von Yesser. Finde ich total super, die Slip-Einlagen an sich. Die Verpackung finde ich nicht so schön wie die mit dem Schmetterling. Die war schöner. Ja. Also die sind flexibel, die sind sowohl für Slips als auch für Strings. Wer meine Videos schon öfters gesehen hat, weiß, dass ich mir die immer wieder nachkaufe. Ich kann nicht anders, ne? Was soll ich machen? Ist nun mal so. Es ist Müll, aber du kannst es nicht vermeiden. Es ist wie wenn du deine Tage hast, dann brauchst du sowas halt. Du kannst dir natürlich auch so eine komische Reinprop-Tasse holen. Aber naja, so, dann habe ich hier noch von 00 das WC-Aktivgel mitgenommen. Ja, das finde ich richtig gut. Also, das finde ich auch besser als die Eigenmarke von DM, die wir jetzt schon öfters hatten. Von Denk mit hatte ich auch welche. Aber das hier finde ich einfach irgendwie reinigender. Also, das reinigt dir dein Klo gut. Und ja, das verwende ich gerne. Das ist blau, das ist sauber, das ist schön. Dann habe ich noch zwei Badreiniger mitgenommen. Einmal von Meister Propper mit Febreze. Ein ganz normaler Sprühbadreiniger, den brauchten wir wieder. Und dann Antikal mit Febreze Fresh. Ja, auch den brauchen wir. Wir haben hier sehr kalkhaltiges Wasser. Dementsprechend brauchen wir auch Antikal, also diese ganzen Kalkentferner, Kalkreiniger, Gedönsgeschichten. Ja, dann habe ich noch ein bisschen was mitgenommen für meine Wäsche. Und zwar einmal den Denk mit Hygienespüler ohne Farb- und Duftstoffe, ideal auch für Allergiker geeignet. Und das hier, ich weiß nicht, eins war mit Duft, eins war ohne Duft und das hier ist ja ohne Duft, ohne Duftstoffe, weil der Duft kommt bei uns ja sowieso durch das Wäscheparfüm oder durch den Weichspüler. Apropos Wäscheparfüm, da habe ich hier von Denk mit was gesehen. Und das war, glaube ich, neu, denn das habe ich vorher noch nie gesehen. Das ist hier, oder das sind hier zweimal so Wäscheparfüm-Cups. Habe ich noch nicht ausgetestet, wollte ich mal ausprobieren. Von Frische umgeben mit hochkonzentriertem Parfüm, einzigartig
einzigartiges, langanhaltendes Dufterlebnis. Das gleiche steht hier auch nochmal drauf. Das hier ist einmal Sensual Fresh und das hier ist Sweet Love. Also beides habe ich halt im Laden noch nicht gesehen und halt auch noch nicht gerochen. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie es riecht. Ich gucke mal, genau, hier ist eine Geruchsprobe. Ich rieche mal dran. Oh, also Sweet Love riecht richtig schön sanft, weich. Halt nach frisch gewaschener Wäsche. Und Fresh, also das Sensual Fresh, das riecht definitiv frischer. Das merkst du auch. Ja, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, das sind so Cups einfach, die sich so auflösen. Ich glaube, das ist nicht nochmal extra in Folie. Ich bin wirklich gespannt. Ich werde es testen und in einem Aufgebraucht-Video werdet ihr auf jeden Fall von mir hören, wie ich die finde. Ich denke, dass ich jetzt schon mal eins davon benutzen werde, um es mal zu testen. Mal gucken. Jo, finde ich cool. So, es haben schon welche von euch bemerkt, denn hier ist aktuell nur ein Teelicht, denn meine Kerzen waren leider alle. Jetzt habe ich mir neue geholt, die von Profissimo, die Leuchterkerzen. Auch wenn das nicht meine absoluten Lieblinge sind, auch wenn sie knistern, auch wenn sie unheimlich schnell abgebrannt sind, ich hole sie mir immer wieder. Tut mir leid. Ne, habe ich mir jetzt einfach mal geholt und ja, wieder geholt. So, dann habe ich mir auch mitgenommen Teelichter. Die Packung mit 50 Stück, 50 reichen auch. Ich habe immer gerne mal ein Teelicht an und so. Ich finde es einfach irgendwie gemütlich. Ich habe allgemein gerne Kerzen an. Das sind jetzt die ganz normalen von Profissimo. Ist nichts Besonderes und ja, ich mag die wohl ganz gerne. So, das war Haushalt. Und im Prinzip waren das jetzt alle Produkte, die ich so für mich, für uns, für Sammy und so geholt habe. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich für die Pakete gekauft habe. So, für das Tauschpaket mit einer ganz, ganz lieben Lady von Instagram haben wir uns so ein Winter-Make-up-Thema überlegt. Also Full-Face, Winter-Love oder wie auch immer. Und auch so ein bisschen Pflege mit dabei. Und ja, da zeige ich euch mal, was ich für dieses Paket geholt habe. Ich fange an mit den Haaren. Da habe ich mir überlegt für sie, das Balea Professional Winter Protect Haarbalsam wäre doch für ihr wintergestresstes Haar und ihre trockene Kopfhaut, falls sie denn eine hat, ganz gut. Ja, soll recht gut sein, deswegen ist das auch auf jeden Fall mit im Paket. Dann habe ich ihr noch eine Dove Limited Edition Winter Care Deo Geschichte mit Jasmin und Puderduft mitbestellt. Das ist mit so einer Pflegecreme und ist hübsch. Und als letztes im Bereich Pflege habe ich für sie geholt von Dove Pflegeversprechen Limited Edition eine Winterpflege Body Lotion. Ja, allzu viel Pflege wollte ich ihr nicht reinpacken, denn wir haben ja hauptsächlich das Thema Winter-Make-up und ja. Erstmal, um dann über die Pflege hinwegzukommen, habe ich für sie von iChock, um über die Pflege hinwegzukommen vor allem, ne? Supernat vegan eine Schokolade mit reingepackt. Und weil ich gesehen habe, dass sie zwei süße Hunde hat, habe ich ihr auch noch zwei Yams geholt für ihre Hunde. Das ist von Dein Bestes Fleischstick mit 100% Huhn. Und ja, da sie zwei hat, ne, habe ich es natürlich zweimal geholt. So, und während ihre süßen kleinen Hundis dann das verspeisen, kann sie ja so ein bisschen die Schoki naschen und sich schminken. Und zwar kann sie gerne starten mit dem Dream Matte Mousse. Ich habe keine Ahnung, welche Hautfarbe sie hat, welchen Teint sie hat. Also ich hoffe, es passt. Das ist Make-up und mattierender Primer in einem. Ja, Claudia hat aufgepasst. Und das ist die Farbe 16 Vanilla. Fand ich eigentlich ganz cool, ne? Ich hatte eigentlich das von Catrice gesucht, den One Minute Face Perfector, aber den gab es online leider nicht. Das fand ich ein bisschen ärgerlich, aber naja, dann ist das auf jeden Fall mit in den Einkaufskorb gewandert. Dann kann sie sich mit einem ganz, ganz neuen Produkt den Concealer auftragen quasi. Das ist One Drop Coverage Weightless Concealer in der Farbe 030 Rosy Ash. Ich habe keine Ahnung, ob der passt. Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich. Ja, das habe ich ihr auch mitbestellt. Als nächstes kann sie dann so ein bisschen ihr Gesicht schon mal vorbereiten. Ein bisschen, keine Ahnung, Blush, Bronzer und Highlighter auftragen. Dafür habe ich ihr von Essence die Hey Cheeks Palette gekauft. Blush, Bronzer und Highlighter Palette. Die sieht so aus. Und die kann ich auch mal aufklappen, denn da ist eine Folie vor. So sieht die aus. Ich mache es mal näher ran. Die sieht jetzt, glaube ich, relativ dunkel in der Kamera aus, ist sie aber gar nicht. Also hier unten hast du schon etwas dunklere Töne, aber der Highlighter da oben, der ist schon
von der Farbe her so ein bisschen wie der Mary Luminizer, muss ich wirklich sagen. Und ja, ich bin wirklich gespannt, ne? Hier oben hast du einen riesengroßen Spiegel, also das ist schon cool. Wenn du den so hältst, dann hast du genau die Partien, die du gerade so bearbeiten möchtest. Richtig, richtig toll. Dann hast du hier einen rosenholzfarbenen Blush, einen sehr, sehr orangefarbenen Blush, ein etwas, ja, mehr ins Rötliche gehende Blush. Und hier unten hast du einen schimmernden Bronzer und hier oben einen matten. Ich denke, damit wird sie ihre Freude haben. Als Lidschatten habe ich ihr mitbestellt von Zodiac, die Aquarius, von Zodiac, von BH Cosmetics, die Zodiac Aquarius Palette. Und zwar bringt BH Cosmetics jetzt ja diese Lidschattenpaletten raus. Ah, die halt dann für die entsprechenden Sternzeichen sind. Das hier ist jetzt der Wassermann, glaube ich. Ja, kann ich euch mal kurz und vorsichtig aufklappen, wie das aussieht. Richtig geil, oder? Wahnsinnig schön. Ja, ich denke, darüber wird sie sich freuen. Auch hier ist wieder ein Highlighter-Ton mit dabei. Also wenn ihr der vielleicht zu so dunkel sein sollte, hat sie auf jeden Fall hier noch einen Highlighter mit dabei. Du hast da schimmernde Farben, du hast da matte Farben mit drin. Also das ist eine coole Palette und ich glaube, die kostet 14,95. Da kannst du dich nicht beschweren, oder? Finde ich persönlich. Hast da 9 verschiedene Lidschatten und ja, gefällt mir. Kriegt sie. Dann kann sie sich, wenn sie möchte, einen Eyeliner ziehen. Dafür habe ich ihr von Catrice den Liquid Liner Waterproof 24 Hours mit beigelegt oder werde ich ihr mit beilegen. Als nächstes kann sie sich natürlich die Wimpern tuschen. Dafür gibt es die Lash Princess False Effect Mascara von Essence, die ich ehrlich gesagt noch nie in meiner Hand hatte und mich darüber gewundert habe, wie unheimlich schön das hier oben ist. Wahnsinnig toll. Also da bin ich echt gespannt, was sie uns da für einen Look zaubern wird. Ja, und was natürlich nicht fehlen darf, sind die Lippen. Und dafür habe ich ihr auch ein neues Produkt von Essence geholt und zwar Plumping Nudes Lip Gloss. Und das ist die Farbe. Puh, das ist eine gute Frage. Hier oben steht's. 05 Bold Love. Finde ich richtig cool. Ja, und wenn sie dann noch Bock hat, sich die Nägel zu lackieren, kann sie das auch machen mit einem ganz neuen Produkt von Essence. Und zwar Essence Shine Last and Go, ein Gel Nail Polish. Das ist ein Quick Dry Gel Nagellack. Und das ist die Farbe 11, My Sparkling Darling. Fand ich total cool. Der ist halt auch mit richtig schönen Glitzerpartikeln drin und in so einem schönen lila Ton passend zu meinem Oberteil heute übrigens. Fand ich cool. Also dementsprechend. Ich hoffe, sie freut sich über diese Box, über die Produkte, über das Tauschpaket. Ja. Ne? Also ich würde mich drüber freuen. Ich würde euch damit einen krassen Look zaubern können. Ja, und ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, dass ein unfassbar lieber Mensch mir ein unfassbar geiles Paket geschickt hat. Altar, dafür weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Da kann man gar nicht genug Danke sagen. Und ja, da wird es auch noch ein Fullface von mir zu geben. Werde ich am Wochenende abdrehen. Kriege ich hin. Kommt vielleicht. Ja, Anfang nächster Woche online oder so. Ich schau mal. Oder vielleicht kriege ich es auch noch Sonntag hin. Ich muss wirklich mal gucken. Auf jeden Fall habe ich für diesen unfassbar geilen Menschen namens Lea mir überlegt, dass ich ihr ein Dankepaket zurückschicke. Denn ja, ich habe ihre Adresse und das geht gar nicht, dass sie nichts dafür kriegt. Sie wollte kein Geld dafür. Jetzt kriegt sie ein Paket von mir. Und unter anderem habe ich dann halt bei DM ein bisschen was geshoppt. Es wird aber noch ein bisschen mehr reinwandern. Ich habe so den einen oder anderen Duft, den ich ihr noch gerne mit reinlegen möchte. Und die ein oder andere Palette. Also von daher, ne, das habe ich aber schon da. Das werde ich ihr dann reinlegen. So, ich zeige euch aber mal, was ich mir für sie überlegt habe. So, es fängt alles damit an, dass sie sich erstmal ganz entspannt zurücklehnen darf und sich was zu trinken holen soll. Denn was zu essen hat sie dann ja schon. Und zwar von Sommer glutenfrei und glücklich Cookies, Schoko and Cashew. Und nicht nur die Verpackung fand ich unheimlich süß. Ich hatte die auch schon mal und fand die super lecker. Ich kann die richtig gut empfehlen. Deswegen kann sie sich freuen, diese Yummy-Kekse zu kriegen. Dann habe ich mir gedacht, dass einen wahren Schatz verdient. Und zwar habe ich hier von Garnier wahre Schätze, pflegende Tiefenpflegemaske mit Argan und Kameliaöl. Und ja, die ist richtig schön pflegend, richtig gut für die Haare und da kann sie ihre Freude mit haben, riecht gut und ja,
Auch das wandert mit rein. Natürlich bekommt sie noch weitere Sachen für die Haarpflege. Und zwar habe ich mir überlegt, dass man sich manche Sachen nicht so unbedingt im Laden kaufen würde, weil sie dann doch vielleicht etwas teurer sind und man sich die dann auch ganz gerne mal schenken lässt. Und zwar rede ich von der Marke Dessange. Dessange habe ich persönlich noch nie getestet, aber jeder, der es einmal benutzt, sagt, Mist, ich komme da nie wieder von los, es ist so geil. Und richtig cool finde ich auch, dass sie dieses Mal hier sogar so eine große Probe mit beigelegt haben. Anti-Haarbruch-Stärke-Kur. Richtig, richtig cool. Und das Ganze sogar zweimal, weil ich ihr sowohl das Shampoo als auch die Spülung gekauft habe. Das ist Anti-Breakable Defense, Anti-Haarbruch-stärkendes Shampoo mit purem Gelee Royal und dann nochmal als Spülung. Genau, die beiden habe ich ihr auf jeden Fall dann auch noch mitbestellt. Es kommt mit ins Paket. Und dann habe ich mir gedacht, unter der Dusche sollte man sich das auch einfach mal richtig gut gehen lassen. Und da gibt es von Dresdner Essenz, der Tag gehört dir, ein richtig schönes Duschgel. Ja, das darf auch mal sein. Das ist mit Bio-Orange und Yuzu. Genau. Und wenn sie vielleicht keinen Bock hatte, unter die Dusche zu gehen, sondern lieber in die Badewanne geht, kann ich ihr auch damit helfen. Und zwar habe ich von TTZ eine Portion Danke mit Granatapfel und Kakaobutter geholt. Ja, find mal Produkte, wo Danke draufsteht. Das ist gar nicht so einfach. Und dann noch von Dresdner Essenz. Schön, dass es dich gibt. Ein Pflegebad mit Bio-Hibiskus und Rose. In der Badewanne oder zwischendurch oder wie auch immer kann sie sich auch gerne ein bisschen Schoki essen. Da habe ich von iChock Classic Vegan geholt. Helle Rice Schock. Ist das eine Reisschokolade? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind da Herzchen drauf. Deswegen durfte das einfach mal mit. Und Schokolade geht immer. So, und dann habe ich mir gedacht, braucht sie vielleicht auch einen gewissen Impuls zum Glücklichsein. Und zwar ist es das ganz klassische Body Spray oder Deo, wie auch immer, Vanilla Kisses. Und das finde ich so unheimlich gut riechend. Ich stehe drauf. Bin aber immer zu geizig, mir das selber zu kaufen. Und es ist richtig toll. So, und dann habe ich mir gedacht, auch für die Pflege, da muss man dran denken. Ja, Gesichtspflege, ne? Das ist ein ganz großes Thema bei mir. Habe ich von Balea das Sugar Scrub Brown Sugar und Chia geholt. Verfeinert das Hautbild und verleiht eine geschmeidige und strahlende Haut mit natürlichen Peelingkörnern. Und das sind zwei Sachets, zwei Anwendungen. Habe ich auch schon ausgetestet und finde ich richtig geil. Kann ich nur empfehlen, es ist halt ein Zuckerpeeling und Zuckerpeelings sind generell sehr, sehr gut. Ja, du hast dann auch, wenn du das feucht benutzt, dass die Peelingkörner halt auch sehr schnell verschmilzen und das nicht zu hart ist. Oder wenn du es ein bisschen intensiver brauchst, dass du es trocken verwendest. Also gutes Produkt. Ja, und wenn die bei der Maskenabteilung ein bisschen eskaliert wäre. Ein bisschen, ne? Also das sind jetzt ein paar nur. Zum einen natürlich die Maske, die ich euch auch letztens mega empfohlen habe. Das ist von Balea die Beauty Therapy Folientuchmaske. Also die fand ich ultra, ultra geil. Deswegen muss die hier auch mit rein, weil die einfach gut ist. Und gute Produkte gebe ich gerne als Dankeschön weiter. Dann ein Produkt, wo ich immer wieder drum zugeschlichen bin, es mir aber selber noch nie geholt habe, weil ich es einfach, ich weiß nicht. Kostet nicht wenig Geld. Von Garnier Skin Active die Hyaluron Shot Fresh Mix Tuchmaske. Da hast du oben das Tuch drin und unten ist dann diese Flüssigkeit. Und dann muss man das nach diesem Muster, was hier hinten drauf steht, knicken, sodass dann die Flüssigkeit oben in das Tuch reinfließt und dann kannst du das verwenden und das soll sehr schön sein. Mega. Dann eine Maske, die ich interessant fand. Noch nie gesehen habe von Misha die Kokumba-Maske. Also das ist quasi eine koreanische Maske mit Gurke. Gurke ist gut. Gurke ist gut. Airy Fit Sheet Mask. Die feine Tuchmaske mit Gurkenextrakt klärt die Haut und versorgt sie mit viel Feuchtigkeit. Ideal für trockene Haut geeignet. Tada. Ja. Und dann noch eine Maske, die ich auch sehr gut finde, ist von Balea die Tuchmaske Happy Macarons. Und das hier ist die mit Blaubeerextrakt. Ja, auch die unfassbar toll. Die fühlt sich so geil an. Dieses Vlies ist der Burner. Also, ne? Das sind dann erstmal die Produkte, die ich jetzt hier bei DM geholt habe. Für die liebe Lea. Und auch für die liebe Lady aus dem Tauschpaket. So, das war es jetzt auch wirklich schon. Ja, für mich war nicht viel dabei. Das waren halt hauptsächlich diese ziemlich vielen Haushaltssachen oder vor allem sehr voluminösen Haushaltssachen. Sagen wir es mal so. Ein bisschen was zu essen. Ein bisschen, ja. Für andere was dabei, ein bisschen was für Sammy. Und
Ja, wo wir schon bei anderen sind, blende ich dir jetzt mal ein, was du in diesem Video gewinnen kannst. Ja, was du dafür tun musst, steht wie immer unten in der Infobox drin. Meistens ist es einfach nur ein Hashtag setzen und dann läuft das. Ja, ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Hauls, hier unten meinen neuesten Upload und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!